PFAS oder Forever Chemicals sind eine Stoffgruppe von über 10.000 Substanzen, die in vielen Produkten zum Einsatz kommen. Grundgemeinsamkeit ist die chemische Bindung von Kohlenstoff und Fluor, die sich nur schwer löst und kaum mit anderen Substanzen reagiert. Produkte sind also resistent gegen Hitze, Wasser und Öl. Zum Einsatz kommen die Stoffe ZB bei wasserabweisenden Textilien, feuerfesten Beschichtungen, Verpackungen und in der Medizin. Sie kommen in zahlreichen Produkten für Verbraucher zur Anwendung, ohne dass diese explizit informiert sind, wie ZB auch im Toner von Laserdruckern. Ein weiteres bekanntes Produkt ist die Antihaftpfanne oder Kunstrasen. Teflonpfannen erfreuten sich großer Beliebtheit, bis 1998 100 Kühe eines Viehzüchters in der Nähe einer Teflonfabrik starben. Menschen und Tiere hatten durch das Abwasser der Fabrik PFAS aufgenommen. Die Firma DuPont musste in einem Vergleich 671 Millionen Dollar Ausgleichszahlungen an 3.550 Opfer leisten. Mit PFAS gibt es nämlich ein Problem. Durch ihre Beständigkeit über Tausende von Jahren werden sie so gut wie nicht abgebaut und gelangen in das weltweite Ökosystem und auch die Nahrungskette. Studien, die nachweisen, dass PFAS für den menschlichen Körper schädlich sind. Da sie sich nicht abbauen, gelangen sie nach und nach in die Nahrungskette. Durch die Langlebigkeit können sie vom menschlichen Körper nicht abgebaut werden. Durch ihre Eigenschaften greifen sie in den Hormonhaushalt ein. Auch in der Schwangerschaft kann es Komplikationen geben. Es scheint auch einen Zusammenhang mit Hoden- und Nierenkrebs zu geben. Studien zeigen auch, dass bereits ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung, 98%, PFAS in Blut und Körpergewebe trägt. In Deutschland sieht es kaum anders aus. Eigentlich hatte man das früh erkannt und in Deutschland bereits ab 1999 mehrere PFAS verboten. Die Industrie war jedoch kreativ. Sie erfand immer neue Generationen, die sich kaum von den bisherigen unterscheiden, aber eben nicht verboten sind. Mitte 2024 zeigte nun eine neue Studie auch noch, dass PFAS wegen ihrer Lipophilität durch die Haut aufgenommen werden können, zum Beispiel durch Hautpflegeprodukte. Eigentlich war man vorher ausgegangen, dass dies wegen der Hautschutzbarriere nicht möglich ist. Eine Fehleinschätzung. Leider hat die Forschung zu den genauen medizinischen Wirkungen erst begonnen. Was bisher bekannt ist, PFAS stören die Hormonsignalübertragung, die Fortpflanzungsfunktion und das Herz-Kreislauf-System. Auch ein Zusammenhang mit schweren Verläufen von Covid-19 ist bekannt. Ein Schutz ist derzeit nur bedingt möglich. Daher wird darauf abgestellt, die Exposition gesetzlich zu verhindern. Persönlich kann man auf die Nutzung von Fastfood- und Takeaway-Nahrung verzichten, Textilien ohne PFAS kaufen und kosmetische Produkte und Zahncreme nur ohne Fluoro oder PTFE einsetzen. Das Forever Pollution-Projekt versucht, Orte zu identifizieren, die besonders hoch mit PFAS belastet sind. In der EU sollen alle PFAS bis 2030 verboten werden, aber das ist noch ein weiter Weg. Und die medizinische Forschung über die möglichen Schäden ist erst angelaufen. Zudem können derzeit manche Produkte mit PFAS noch nicht ersetzt werden, insbesondere in der Medizin. Bei weiteren Fragen berät sie Ihr Haus- und Betriebsarzt. Sollten Sie Interesse haben, können Sie bei uns Ihren individuellen Level an PFAS im Blut medizinisch bestimmen und bewerten lassen.